So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Stream heute. Belgien, Spa-Francorchamps liegt an in der ultimativen Formelliga. Ist heute mein erstes Mal für die ultimative Formelliga zu kommentieren. Deshalb ja, ein kleines bisschen nervös. Hoffe, wir kriegen das gut über die Bühne. Und ich hoffe, ihr versteht mich auch deutlich, weil ich mir gar nicht so sicher bin momentan, ob auch der Stream wirklich übertragen wird. Kurz zum Update. Letzte Woche Japan. Regenrennen war ja wirklich eine Nummer zum Mitzittern. Der kurz zum Rennen, kurz mit RMQ ist dann im Regen auf den Regenreifen, hat es probiert, ohne Stopp durchzufahren. Hat sich dann als erstes natürlich dann an die Spitze gesetzt, nachdem sich Pave, Nico und der Marvin wirklich eine Schlacht gegeben haben im Wasser, haben jeweils einen Stopp, Boxenstopp gemacht und mussten sich dann hinter RMQ einordnen. Der Nico war dann derjenige, der direkt hinter RMQ war und wurde dann doch die letzten, also so Mitte des Rennens etwas nervös. Hat dann versucht zu attackieren, ihn zu überholen, ging in die Hose. Daraufhin Platzverlust und gut, der Pave hat das Ganze dann ausgenutzt, ist vorbeigegangen an Nico, hat sich dann auch zum Schluss des Rennens dann den RMQ geschnappt, weil die Reifen einfach abgebaut haben. Von RMQ mit seinem Einstopp im Wasser war dann doch nicht so die gute Idee. Okay, das kurze Resümee hat demzufolge einen spannenden WM-Kampf zur Folge. Momentan führt Marvin noch mit 22 Punkten Vorsprung auf Pave, dem Weltmeister, den amtierenden Weltmeister aus der ultimativen Formelliga Pave. Der Drittplatzierte ist Nico, hat hier schon ein bisschen mehr Abstand mit 44 Punkten. Und dann der Vierte mit 134 Punkten Abstand, Neon Force. Also ich denke, momentan schaut es nach Zweikampf aus. Wir haben noch 6 Rennen und heute eben Belgien. Schauen wir mal. Okay, schaut schon mal gut aus. Es läuft. Ich bin glücklich, dass wir schon mal keine Probleme haben. Außer, dass ich noch keine Auswahlmöglichkeit habe. Mal gucken, ob noch was kommt. Jawohl, Sound ist da. Jetzt hoffe ich, dass ich das einigermaßen managen kann. Mal, normalerweise im letzten Stream, den ich gemacht habe, waren wir zu zweit. Da war das immer etwas einfacher. Der eine hat sich mehr aufs Bild konzentriert, der andere hat mehr gelabert. Jetzt muss ich das tun, aber ich versuche mein Bestes. Und nebenbei den Stream auch noch anschauen, was hier so im Chat läuft. Ja, schönen guten Abend. Die Stimme klingt schon mal sexy, ja. Danke. Okay. Noch alle in der Box. Schaut trocken aus. Qualifying 1. Ulf L wird dreimal ein Q gefahren. Ihr wisst Bescheid, Q1, 15 Mann kommen weiter. In dem Fall werden 2. Ein Auto ist raus, ich glaube ein Force India. Treffer versenkt. Bleiben wir gleich mal drauf. Wie gesagt, Q1, 2 Mann fliegen raus. Dann gehen wir in Q2. Der Vorteil ist natürlich mit Q2 die Reifen, die in Q2 gefahren werden. Mit denen wird schon mal gestartet. Spielt in Belgien jetzt keine große Rolle. Ich glaube, das ist hier ein Soft-Medium. Oder eben Medium-Soft. Da kann man dann taktieren, ob man vielleicht auf Mediums dann eben das erst anfängt, das Rennen, und dann auf Soft wechselt, dass man am Schluss nochmal etwas pushen kann. Aber gut, das werden wir dann sehen, was in Q2 entschieden wird. Und dann zum Showdown in Q3 nochmal 12 heiße Minuten. Die letzten 10 Fahrer, weil Q2 werden 5 Mann rausfliegen. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Qualifying. Q1 läuft, er ist auf Soft unterwegs. Fix auf der Outlap.
Maxi auf der Outlet. Mal gucken. Ich bevorzuge immer ganz gern die Fahrkamera, aber auch nur fürs Qualifying. Die Strecke, wenn ich ehrlich bin, ist einer meiner Lieblingsstrecken, ganz klar. Viel Tradition seit 1950 im realen Formel 1 Kalender. Dieses Jahr in der realen Formel 1, Brashaw ein abgeflogen, Level Master auf der Outlet, hat sich da zerlegt. Okay, fix. Jetzt sind 30, nimmt hier Bus-Stop-Schikane und auf geht's. Erste Kurve, Lasur ist möglichst schon mal entscheidend, da kann man viel liegen lassen und wie ich sagte, da kann man viel liegen lassen. Die war nicht optimal genommen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskurve, also beziehungsweise Kurve 2 ist jetzt und jetzt Kurve 3, 4, Eau Rouge. Ah, hat er schon leicht Probleme gehabt und glatt gecuttet. Das ist hier gar nicht so out. Ich habe gesehen, Maxi war der Zweite, wir gehen auf Maxi. Fängt jetzt nämlich auch. Ja, versuchen wir es mit ihm. Nochmal die Bus-Stop-Schikane. Gucken, er nimmt hier weit. Die Idee. Um ein paar Zähne rauszuquetschen. Lasus. Mal schauen, ob er es besser bekommt. Ja, deutlich schöner genommen. Vielleicht noch etwas mehr. Es geht noch mehr. Luft nach oben ist immer. Jetzt. Urush. Die kann man eigentlich voll nehmen, man muss nicht mal groß lupfen. Aber sie kann am Kurvenausgang hier tückisch werden. Dann die lange Gerade. Wenn man natürlich hier mit dem Teamkollegen zusammenarbeitet, kann man sich hier noch mal ein paar Zähne rausholen, indem man sich Windschatten gibt. Hier schöner Wisch. Dann Lecon. Dann Malmedy. Und Rivage. Dann nochmal in meinen Augen jetzt die Passage hier, muss man schon sauber erwischen. Jetzt kommt es nochmal zu einer entscheidenden Pouvant, Kurve 12, auch mit viel Dampf zu nehmen. Ja genau, leicht nach außen gedriftet, aber das hat nicht so viel Zeit gekostet. Fanny, die nächste Schikane, ziemlich schnell. Muss man aufpassen auf den Innenkörb links. Jetzt hat er auch hier rechts den Körb schon mitnehmen. Man kann sich hier weit nach außen tragen lassen. Man kann hier den Körb voll mitnehmen. Bleibt gezählt, also wird nicht gecuttet. Okay, dann kommt hier noch Lachimor, Kurve 18. Und dann sind wir schon einmal rum. Um Spa, Franchardon. Bastop-Schikane. Zeit wird somit gleich gesetzt. Und dann wollen wir doch eine 1.44.558. Jawohl, und wir gehen auf Pave. Auf. Ich denke, Outlap? Oder schon geteilt die Runde? Okay, das ist deutlich. Einmal 0.8 schneller. Der Weltmeister. Dann habe ich hier gesehen, wir gehen auf Ricciardo. Ab. Ricciardo geht raus, weil er fix durchlässt. Fix, mein Freund, fix. Stimmt, er war ja der Erste. Jetzt zählt die Zeit. Aber ich versuche dann trotzdem jemanden zu erwischen, nochmal eine ganze Runde. Die zweite Zeit, Neon Force. Die zwei Ferraris mal auf 1 und 2. Aber da ist Pave schon. Richtig gute Runde erwischen. Mal 5,9 schneller als der Teamkollege. Was fix zustande kriegt. Natürlich jetzt eine Runde mehr auf den Reifensatz. Und eine 1.45.772. Aber wichtig, die zählt. Jan, mein Freund Jan auf der Outlet. Da bleibe ich gerne dran mit seinen Halloween-Helm, finde ich cool. Schönes Gimmi.
Ich kenne natürlich hier, ich habe die Liga natürlich schon verfolgt, also viele Rennen angeguckt als Zuschauer. Hoch interessiert, mich auch selbst fahrerisch zu verbessern, weil was jetzt ein Marvin, ein Pave, ein Nico oder zeitmäßig raushauen, bleibt für mich noch unerreicht. Das sind Dinge, wo ich echt ins Staunen komme und es freut mich umso mehr, das heute zu kommentieren. Und dazu gehört auch ein Jan, der mir, ich kenne ihn jetzt seit letztem Jahr, wir sind zusammen in der Liga gefahren. Und der hat sich auch, also ich muss sagen, letztes Jahr war er noch deutlich hinter mir, nee, nicht deutlich, er war hinter mir, aber jetzt, der Junge ist so schnell geworden, also ich habe auch kein Land mehr. So, jetzt bereitet er sich vor. Einmal Bastop-Schikane. Alles hochstellen hier auf Maximum und auf Hotlap. Gar nicht so einfach hier mit dem ERS-Management im Rennen dann. Da hatte ich so Probleme. Ich meine, ich habe allgemein immer Probleme, aber gerade hier, man hat nicht so viele Bremszonen, wo man das ERS-Problem. Aber jetzt hier zum Jan hat er doch mal schöner bekommen. Gucken, wo die Reise hingeht. Ja gut, Eau Rouge, der Ausgang in der Formel 2. Dieses Jahr natürlich. Leider sehr tragisch geendet mit Antoine Hubert. Der Ruhe in Frieden. Da hat schon so mancher sein Leben lassen müssen. Ich erinnere hier auch nochmal an den 1. Mai 1985. Stefan Bellof, mein Idol, ist hier auch leider verstorben. Aber heute sind wir ja Gott sei Dank im E-Sport-Bereich. Da wird es keine Toten geben. Stimmt, ja. Schumis Wohnzimmer habe ich hier gerade gelesen. Das ist richtig. Auf alle Fälle, ja. Ich glaube ja immer noch, Rekordsieger, Schumacher, oder hat er Hamilton schon überflügelt? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. Für zwei gelbe Flagge. Ja, und genau, als nächstes schalte ich dann gleich auf Carmo. Freut mich ganz persönlich, dass der UF1L Carmo wieder am Start ist, da er mit der Xbox Probleme hatte und die wurde eingeschickt. Sie ist wieder da. Man sieht eine 1:43.435. Okay, Jan, habe ich ja gesagt, der ist zu beachten heute. Ah, Volltreffer. Mensch, wir managen das gut. Carmo auf der schnellen Runde, voll erwischt. Sektor 1, da hat jemand zerlegt. Ich habe es jetzt nicht sehen können. Ah, und Carmo kriegt vielleicht ein bisschen Windschatten oder ist es sogar getan? Ist es der Teamkollege? Nein, es ist nicht der Teamkollege, aber sehe, das meine ich. Da kann man noch ein paar Zehntel rausholen, wenn man es gut erwischt. Oh, ja, schlabber mir einen ab. Schade, Marvins Zeit. Die Runde hätte ich jetzt gern gesehen. Mensch, na heilen, dann zacken wir mal nach. Nochmal 4 Zehntel schneller. Aber es macht nichts. Carmo ist auch kein langsamer. Vielleicht toppt das nochmal. Und hier die Kurve, meine ich, wenn du jetzt links den Curb zu weit nimmst, dann kannst du hier ganz schön ins Strucken kommen. Aber wenn es nicht perfekt genommen ist. Ich merke, er hat schon runtergeschaltet, glaube ich. Schaut mir so aus. Ich glaube, Carmo hat die Runde abgebrochen, bin mir nicht sicher. Ja, schaut langsam aus. Wir splitten das. Wir gehen jetzt mal auf den lieben Nico, der auch immer für eine spitze Rundenzeit zur Verfügung steht. Ah, nee, der ist noch zu weit weg. Ich glaube, wir schalten wieder zurück. Wir bleiben dort auf Carmo. Schauen uns den Rest dann an, wenn Carmo seine Runde jetzt vielleicht hinkriegt.
Das ist jetzt so ein Ding, ne? Also, meine, es wird jetzt zwar im Q1 nicht so stören, er hat jetzt da auf dem Reifensatz dann eine Runde mehr, was du mit dem Softreifen schon merkst, aber für Q1 vielleicht noch nicht so entscheidend. In Q3 sollte dir das nicht passieren. Ich bin begeistert, wir haben 14 Zuschauer. Wahnsinn. Ah, danke, der Andreas. Rekordsieger müsste Schumi sein mit 6 Siegen, ja, das glaube ich auch. Hamilton hat hier die meisten Poles. Ah, okay, alles klar, danke. Ist das immer gut. So, mal gucken, ob Camo hier nochmal was raushaut mit seinem. Okay, das hasse ich immer. Wenn ich mal wüsste, wer in die Box fährt, wer die Runde abbricht, dann hätte ich jetzt auch reagieren können. Somit müssen wir uns die halbe Runde von Nico mal zu Gemüte führen. Die andere Hälfte ist leider weg. Macht nichts. Q1 läuft noch 5 Minuten. So, ja, bin ich wieder da. Jetzt habe ich mein Headset leider sitzen lassen. Hab das Ding extra geladen. Jetzt ist einfach ausgegangen. Jetzt stecke ich halt das Kabel an. Das Ding elendiges. Natürlich peinlich, ne? Aber was willst du denn machen? Hier stecke ich nicht drin. Die Technik. Nichts passiert. Nico ist, denke ich, ich habe es natürlich nicht sehen können, ist hier noch auf der schnellen Runde. Er würde schon jetzt schnell in die Box fahren, aber wir können doch mal gleich den Ricciardo noch anschauen. Was macht er? Was macht er? Und einmal Box, ja. Das tut mir jetzt leid, ich war natürlich jetzt nicht da, ich muss das Kabel holen und anstecken. Das Headset, sonst geht mir nämlich gar nichts. Ricciardo hat. Okay, Camo nochmal auf der Outlap. Aber. Nee, Camo nochmal die Runde begonnen. Hab ich noch keine Zeit, der gute Freund. Aber jetzt, auf dem letzten Drücker. Schön erwischt.
Der einzige, der jetzt noch mit unterwegs ist, sind Birdie und Ricciardo. Ich weiß nicht, was Ricciardo treibt. Warum er überhaupt noch draußen ist. Birdie auch noch keine Zeit. Also die Runde muss jetzt sitzen. Sonst bist du weg vom Fenster. Birdie, au, jetzt Moment 2, ist aber noch über Start und Ziel, alles klar. Eine langsame Runde gesetzt. Dann weiß ich ja, wo ich dann hingehe. Auf den lieben Birdie. Da war er sehr vorsichtig jetzt am Gas. Ah, Ricciardo ist langsam, hat kein Benzin mehr scheinbar. Oder war das so fit? So, Bastop. Könnte sogar noch eine Runde fahren. Amo, ja, er könnte tatsächlich noch eine Runde fahren, aber nein, es ist auf 4, 1, 43, 7, 7, 0. Ist okay. Birdies Runde. Und wir sind durch. Camo ist durch. Ricciardo hat auch seine Zeit gesetzt. Fix ist in der Box. Der einzige, der noch was reisen will, ist jetzt der Birdie. Mal gucken, ob es noch gelingt. Auf dem heißen Stuhl momentan. Ja, mein Freund Kai Ebel, was ist denn los? Levelmaster hat sich ja gleich in der Auslaufzone, in der Outlap zerlegt. Von daher, wer geht mit ihm? Muss zugucken. Ah, der Birdie. Okay, Birdie 147674. Wir sind durch. Q1 erledigt. Einmal Marvin souverän. Die zwei McLaren. Dann zwei Ferraris. Ricciardo mit seinem Force India auf 5. Neon Force auf 6. Maxi auf 7. 8 ist Nico. RNQ auf 9. Fix auf 10, 11 Black Panther, LP2 auf 12, UF1 El Totti auf 96, Schmarrn auf 13, Liebeherr hat es auch noch gepackt auf 14, Kai Ebel, gerade noch, keine berauschende Zeit, auf 15, Birdie muss leider zugucken jetzt, Leute, Platz 16 und Levelmaster auch auf Platz 17. Die Rundendaten fehlen, oder? Ich möchte es nicht nochmal wiederholen. Einmal langt. Schalten mal runter. Q1 erledigt. Leute, haut drauf. Morgen früh um 3.15 Uhr geht der Wecker. Zack, zack. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person, ihr hört es im Hintergrund, ich bin 41 Jahre alt, ich habe 3 Kinder, ich bin verheiratet seit 16 Jahren, glücklich, ja glücklich sind wir doch, Frau grinst, ich beschäftige mich mit den Spielen seit dem Jahre 2010, von Anfang an, wie es auf der Xbox rausgekommen ist, von 2010 bis 2019 habe ich alle Teile gespielt, bis 2009er, habe ich nicht gespielt, weil es ja damals nur auf der Wii rauskam. Seitdem bin ich vor einem Jahr, habe ich das erste Mal in einer Online-Liga mitgewirkt. Jetzt hat er laufend noch in der zweiten Saison in der TSR tätig, Liga 2. Ja, das war zu meiner Person, dass man wegen da einen Überblick hat, wer ich so bin, wer da so spricht. Jetzt heißt es Q2, 5 Mann werden definitiv rausfliegen. Ich bin gespannt. Aha, da sehen wir schon mal. Einen Ferrari mit Mediums. Totti fängt an. Ich weiß nicht, wer der 5er ist. Das sehen wir jetzt gleich.
Pave fährt. Dann werden wir uns jetzt mal eine Runde mit Pave begnügen. Der Maxi auf harten Reifen, okay. Bin ja mal gespannt. Halte ich jetzt für doch irgendwie keine gute Idee. Glaube ich, ist nicht nötig in Belgien, dass du auf hart fährst. Aber gut, das muss er selber wissen. Ey, dann Zackner in der Outlap. Wird der Pave gleich mal gejagt. Von einem Force India und der drückt sich da vorbei. Ja, Heiland, Zacken nochmal, nein. Den Weltmeister mal zeigen, wo der Hammer hängt, wa? Hätte ich mich jetzt nicht getraut. Da hätte ich mich doch jetzt einfach nach hinten eingeordnet. Wäre die Runde gefahren. Ich weiß auch gar nicht, wer das jetzt war. Wer ist denn dieser Force India? Das ist der Fix. Nee, das ist der mein Freund Ricciardo. Ja, man sieht's, das, was ich angesprochen habe. Nur zwei Fahrer auf Soft. Wollen hier alle mit Mediums beginnen. Ja, das kann man machen, dann eben den zweiten Stint auf Soft nochmal pushen wollen. Aber wenn das eben jeder macht, ist es eigentlich dann schwierig, die gleiche Strategie. Bin ich immer so derjenige, der noch was anderes probiert. Also mehr so auf Fix und RNQ. Eieiei. Und das Auto verloren. Okay, somit schalten wir gleich mal auf den lieben Pave. Wenn ich ihn finde. Zack, zack. Und wir wollen doch eigentlich die Kamera. Mir gefällt das so besser. Oh! Ja, habe ich mal gedacht. Das war ein Cut. Er schaltet gleich runter. Jetzt sehen wir gleich, wer vorbeifährt. Da müsste gleich einer vorbeifahren, oder? Dahinter war einer. Den nehmen wir uns gleich. Maxi. Auf seinen harten Reifen, da bin ich jetzt gespannt, ob er sich dann tatsächlich qualifizieren kann. Ich müsste entschuldigen, Leute, ich konzentriere mich voll aufs Bild und auf mein Gelaber auch noch. Dass ich in den Chat jetzt noch reinschaue, das ist mir dann zu viel. Da gucke ich dann nach der Session nochmal rein und lese mir das mal schnell durch. Nach dem Q2. 11 Minuten noch auf der Uhr. Einmal hat Pave schon mal die Runde nicht hinbekommen, hat Orange gecuttet. Beim Maxi schaut es anders aus. Maxi zieht durch auf seinen harten Reifen. Ist immer schade, dass man nicht sieht. Da könnte Codemasters mal verbessern. Irgendwie so eine Reihenfolge, wer als erstes die Runde beginnt, mal den Überblick zu behalten, wer jetzt als zweites rausgefahren ist, ist für mich echt ultra schwierig. Da bin ich immer froh, dass mein Sohn jemand da ist und mir den hilft. Und Maxi 1.45.520, das ist gar nicht so schlecht. Black Panther auch eine Zeit gesetzt. Mediums. Sache, das sind nur 13, was auf Black Panther fehlen. Ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal auf Pave zurück. Oh, Pave geht in die Box. Okay. Ich dachte, vielleicht sitzt er mir gleich eine Zeit hinterher. Aber der liebe Jan. Der liebe Jan ist doch da. Wo ist er denn? Der ist noch zu weit weg. Kai Ebel. Mein lieber... Liebe Kai. Ganz junger Vater. Camo hat seine Runde begonnen, aber beim Camo waren wir ja schon. Ich möchte das ein bisschen so, dass wir jeden mal haben. Hat jetzt Jan angefangen? Jan hat doch jetzt angefangen. Ja genau, tada! Einmal McLaren bitte. Die Runde zählt schon mal. Was? Kein Game-Sound?
Wie? Alle kein Game Sound? Mach mich nicht schwach. Ich habe hier vollen Sound. Zeit liegen lassen, glaube ich. Kann man besser nehmen. Xer Soft 44790. Bin mal gespannt, was der Vivian da raushaut. Camo setzt sich mit Mediums an die Spitze. 1,44,665. Boah, Heiland, zacken wir mal. Jan 1,43,927 auf den Mediums. Ist schon unterwegs. Schauen wir uns den Schluss noch an. Hey von Ricciardo, ich schnapp mir dann den Pech. Yes, sehr schön. Der liebe Pave fängt seine Runde an. Hoffentlich wird es diesmal besser. Nimmt hier auch sehr viel Schwung mit. So, nochmal. Lazurs. Jetzt müsste klappen, oder? Jetzt schaue ich mir das Jahr auf, sicher genau. 6 Minuten noch auf der Uhr, also ist noch alles drin. Auch für Pech sollte diese Runde auch in die Hose gehen. Jetzt schnappe ich mir dann als nächstes Marvin. Mein lieber Freund Marvin, habe ja auch einen ganz guten Draht zu ihm. Da möchte ich doch jetzt mal seine Kunst hier genießen. Zuschauen lassen. Also nach einem Jahr scheinbar ist der Akku im Arsch. So, lieber Pave, lass knacken. Dann ganz Zeit ran. Nein, 1,44,0. Okay. Wir haben gesagt, jetzt. Schauen wir uns mal den Marvin an. Marvin ist schon unterwegs. Wieso habe ich jetzt umgeschalten? Wow. Ui, auch weit rausgekommen, aber das geht hier, ja. Man kann hier auch sehr weit rausgehen, ja genau. Habe ich vorhin gemeint. Die Runde wird nicht aberkannt. Nico fährt auch her, dann schnappen wir uns als nächstes. Kai Hebel hat die Session aufgegeben, oder? Ja? Eilern, zacken! 1,43,722. Okay, wir gehen auf Nico.
Ah, schade. Aber als nächstes dann, okay. Eigentlich will ich es auch noch raus. Und Adventure. Also ich denke, Marvin und Pave werden durch sein. Oder ist das noch meine Zeit? Glaube ich nicht. Was macht Nico? 306. Ist damit Vierter. Okay, Black Panther oder... Black Panther, wo bist du, mein Freund? Outlet sind nicht. Okay, wo ist RMQ? Ich denke, relativ sicher ist Marvin und Jan. Auch Paige müsste durch sein. Nico sollte ja auch durch sein. Marvin, Maxi glaube ich ist auch. Naja, das geht dann schon ganz schnell zu, ne? Da hinten dann 305, 507, 665, 712, 8. Soft. Mit dem Fahrer schon noch raushauen. RQ ist jetzt auch auf der heißen Runde, ja. Ich glaube, dass hier doch nochmal einige rausfahren werden. Weil sicher ist nichts. Ender kriegt, macht er bestimmt Platz. Sie macht Platz, wenn man es erreicht. Oh, RQ hat das Auto weggeschmissen. Sektor 2, vielleicht sehen wir ihn sogar. Eieiei. Boah, schön über den Körper drüber, hätte ich mich nicht getraut. Die hat jetzt nicht so gut genommen. Au, oh, hier Landzacken, hab ich gesehen. Berührt da doch tatsächlich leicht. Kann man sich richtig heftig zerlegen. Ich glaube, dass hier das Thema groß durch ist. Maxi wird, glaube ich, kommen. Klados nochmal raus. Enter auch auf 4, stark mit Softs. Klados unterwegs. Liebe Herr ist auch nicht unterwegs. Machen die zwei hier? Okay, interessant. Wollen die zwei sich auf der Strecke was sagen? Keine Ahnung. Dann haben wir nur noch einen auf der Strecke momentan. Das ist Ricciardo. Also Black Panther sehr wohl auf der Strecke, aber die Zeit ist schon durch. Aber ich glaube, wir sind durch. Ricciardo wird auch keine Zeit mehr setzen, da er hier in 6 Sekunden vorbei ist. Eilandzacken. Erwischt. Sind wir durch. Somit ist Totti raus, El Pito ist raus, Kai Abel ist raus, Liebeherr ist raus und Alan Q. Q1 wird spannend. Marvin, Jan, Pave, Black Panther, Nico, Maxi, Camo, Neon, Ricciardo, Fix werden sich um die Pole streiten. Doch immer gerne so mal ein bisschen mehr. Pole setze ich heute Marvin, dann Pave auf die 2, Jan auf die 3. Ja, ich kann mich ja täuschen, mein Sohn. Könnte auch Nico werden, schon klar, aber trotzdem, ich sag Marvin hol die Pole, Pave auf die 2, 3, Jan auf die 3 meine ich. Donnerwetter, bringe mich durcheinander.
Also der einzigste jetzt vorne platziert auf Softs. Softs Jungs, da bin ich schon gespannt. Schon gut bekommen. Noch 5-6 Runden, glaube ich, wird dann der Medium-Fahrer vielleicht den Vorteil schon sein. Q2, das durch. Einmal Earl Marvin 1,43,722. Jan 1,43,927. Nochmal 2 Zehntel abköpfen können. Dann wird hier schon relativ eng. Mit Pave, mit Black Panther, mit Nico, mit Maxi, mit Camo, mit Neon Force, Ricciardo. Das sind dann doch die ersten 10 innerhalb einer Sekunde. Ja, RNQ meinte, ich soll nichts erwarten von ihm. Mal schauen. Hast du das Auto verloren? Ist Urush dir zum Verhängnis geworden, RNQ? Aber das lass uns später klären. Jetzt kommen wir in die heiße Phase. 10 Mann. Da geht dann doch bei mir auch immer der Puls hoch, wenn ich dann da so die letzte Sequenz habe. So ab 3-4 Minuten und du musst dann raus. Die letzte heiße Runde. Ich denke, ich den Zuschauer wird es da nicht anders gehen. Man ist schon angespannt. Das ist auch genauso wie beim Start. Beim Start geht es auch nochmal hoch. Dann immer leichtes Zittern an. Ganz schlimm. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wer ist als erstes raus? Wir gucken mal durch. Ich weiß jetzt, dass ich das jedes Mal reinschauen muss. Ja, ich denke, das ist klar, weil es jetzt Reifen drauf sind. Oder auf Softs. Alle frische Softs drauf. Mal gucken, wer hier vorne ist. Oder Camo ist zuerst dran. Also Felix ist schon da. Camo ist doch da. Oder? Das war jetzt Kurve 11. Nee, 12. Ach, verflucht nochmal, wenn du alleine bist. Donnerwetter. Entweder Camo oder Felix. Camo, okay. Hab's. Alles klar. Camo ist der Erste. Jan, Marvin, meine Reihenfolge. 29,7, 38. Führe mich dann gleich mit. Gamezone. Nach dem Qualifying schaue ich mal, ob ich den Gamezone runterdrehe. Ich habe die Info gekriegt, das soll recht laut sein. Ich könnte auch mal kurz im Chat vielleicht mal ein Resümee abgeben, wie es ist mit dem Spielsound, ob das zu laut ist und ob ich sehr schlecht ankomme mit der Lautstärke von meinem Kommentieren hier. Armut hat abgebrochen. Okay, dann werden wir uns den lieben Fiek schnappen.
Ich glaube, Jan ist weiter hinten. Ich glaube, Marvin ist in der Mitte. Mist. Hat auch abgebrochen, ja. Okay. Will hier keiner eine Zeit setzen? Uiuiui. Ramon beginnt nochmal. Neon Frost. 1.15.444. Das schaut gut aus. Eine klare Session aufgegeben. Ups. Hey. Hat hier mal eine 1.43.503 gesetzt, gefolgt von Maxi. Nico ein, auch nur 1.48, auch nur eine Aufwärmrunde. Okay. Okay, Games war ein bisschen laut. Mache ich dann gleich, wenn ich das Q durch ist. Schaue ich mal. Aber das weiß er nicht. Ich habe es eigentlich auf 30 eingestellt, aber. Black Panther. Meinst du Black Panther? Yes, Black Panther erwischt. Okay, Marvin hat abgebrochen, Kamo hat abgebrochen. X auch, Jan auch. Ja, sag mal, vier Mann. Ja, wollt denn hier ihr nicht eigentlich vielleicht eine Reihenfolge mal zusammenbringen? Ihr müsst es wohl auf dem letzten Drücker probieren. Ja, Herrgott, das ist immer das. Das meinte ich ja. Ne? Jetzt steigt der Puls. Ups, das war auch knapp. Black Panther hat aber hier scheinbar heute noch geklickt. Er ist echt noch Platz. Das Pave auf einer Outlet? Nein. Lip. Hoffentlich gewinnt Fix. Das mit Füßen in einer Stimme passt. Okay. Jan wieder auf der Outlet. Okay. Ich schalte jetzt gleich hin. Schauen wir uns den Black Panther noch an, wo die Reise hingeht. Oh, die Reise geht in die Box. Okay. Bleib jetzt drauf auf Jan. Ich weiß, dass er auf der Outlet ist. Pieks auch. Marvin ist auch unterwegs. Okay. Momentan Pave. Gerade ist auf 1 und 2. Jetzt. Wo die McLaren hinkommen. Herr Moderator, für wen bin ich? Ich bin ja relativ neutral. Ich habe ja mein Voting schon abgegeben für die Pole. Momentan stimmt es nicht. Ich habe Marvin auf die 1 gesetzt für die Pole und dann eben Pave auf 2 und Jan auf 3. Momentan ist der Pave auf Pole. Rennsieg. Ja, Rennsieg. Das glaube ich, hier schon ein Stück wird dann doch interessant werden, wie sich der Medium gegenüber dem Softfahrer und andersrum, ja, strategisch gibt nicht wirklich viel.
Der harte Reifen, denke ich, wird nicht ins Gewicht fallen heute, außer du hast in Runde 1. Ups, Jan verliert das Auto. Wer ist der Nächste? Basti? Ich sehe es nicht. Finger weg! Marvin, jawohl. 1,15. Schick kriegt der 5-Platz-Geststrafe. Kollision mit Marvin verursacht. Eieiei, okay, ich verstehe. Marvin dann scheinbar auf seiner Hotlap getroffen worden. Also, oh, das wird nichts mehr dann. Okay, meine Vorhersage ist somit wahrscheinlich, außer das hat jetzt ausgemacht. Ich weiß es nicht. In die Box fahren. Und das ist die. Momentan stimmt's. 1 und 2. Wo ist mein lieber Jan? Wir sind in die Box gefahren. Stimmt nicht. Okay, schade. Ja, genau. Für wen bin ich? Rennsieg, ja. Schwierig. Ich glaube, wenn dann die Kleinigkeiten entscheiden, wie kriegst du die ein oder andere Runde hin. Konzentrieren wir uns nochmal. Wer fängt an? Also, Amos unterwegs. Auch eine schnelle. Auch die letzte. Achte mal, Bastian, bitte. Überall, wo Outlap jetzt steht. Ne? Wenn Outlap irgendwo erlischt. Oh, Jan hat das Auto. Hat es ja schon aufgegeben. Wenn das erste Outlap erlischt, dann weiß ich, wer der erste ist, der es auf schnellsten Runde ist. Das könnte auch was Gutes werden. 1,43,3. Kamo, siehste, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Zack, schon ist mir wieder eines besser, den Belehrt. Okay, wir gehen auf Black Panther. Marvin ist ja schon aufgegeben. Ja, da geht nichts mehr. Nur noch zugucken jetzt. Okay, Neon Force beginnt zuerst, dann kommt Pave als letztes. Bleiben auf Black Panther drauf und dann gehen wir rüber zu Pave. Vielleicht kann er nochmal Zeit angreifen von Marvin. Und Nico ist auch so weit weg. Noch unterwegs. Ah, okay, Black Panther schmeißt weg. Pave ist noch auf seiner letzten Runde jetzt. Die Zeit ist durch. Mal 72.000 schneller. War jetzt schön erwischt. Sektor 2. Die Zeit. 13. Pole, das wird aber, ja, wenn er das durchbringt, dann ist es vielleicht auch die Pole, Mensch. Hat sie aufgegeben. Sektor 3. Nico! Ey, 1,43,0. Das könnte aber vielleicht nochmal der Pave knacken, Mensch. Nico, das wird 1,42,967. Ja, Wahnsinn, ich hau's draus. Wir sind durch. Wir sind durch. Wahnsinn, also echt, ich sag ja, ey, also ich bin echt froh, dass ich das dann doch noch moderieren darf. Die Zeiten sind echt immer. Oh Mann, hey. Komm ich nicht hin. Unglaublich. 1,42, ja, ich hau's denn auf da. Ich gucke ja immer TSR Liga 1, da sind die auch immer so
zeitmäßig, wo du sagst, ja hallo, wie macht ihr das? Und hier ist es gleiche, 1:42.90.7, einmal Pave auf der Pole, zweiter ist der liebe Nico, 3 Marvin, 4 Camo, wieder zurück mit seiner Xbox, Gott sei Dank. 5 Neon Force, der zweite Ferrari-Pilot, Maxi auf der 6, Black Panther auf der 7, Jan, leider keine Zeit auf der 8, Fix, auch keine Zeit auf der 9 und Ricciardo, auch keine Zeit. Und für Fix, ganz bitter, hat noch eine 5-Plätze-Gridstrafe. Somit, wenn ich mich nicht täusche, haben wir jetzt, glaube ich, 5 Minuten Pause. Demzufolge holt euch was Kühles zum Trinken nochmal, was zum Knabbern. Zum Rennstart sind wir dann live da. Ich klinge mich nochmal aus. Bis gleich.
So, ich bin auch wieder da. 5 Sekunden. Dann geht's in die Einführungsrunde und ich bin heiß wie Frittenfett. Leute, jetzt geht's los. Ich habe schon gedacht, ich habe keinen Game Sound, aber da ist er ja, Gott sei Dank. Okay, ich bin bemüht, den Start hoffentlich liegt nicht ganz an mir. Codemasters verfügt über das Bildmaterial, was sie so ausgeben. Immer freitags, UFL-Zeit, 20:10 Uhr geht's los mit Qualifying. Dann Q1, Q2, Q3 ist abgeschlossen. Pave auf der Pole heute, gefolgt von Nico. Auf der 3 Marvin. Und die Reifen wie folgt: von 1 bis 6 alle auf Medium. Black Panther auf der 7 mit Softs. Da bin ich gespannt, ob Black Panther hier sich einen kleinen Vorteil durch die Reifen erfahren kann, ob er vorbeikommt am Anfang. Das wollen wir nicht, aber wir gucken hier rein. Intervall, ja, wir lassen das Intervall laufen. Wie gesagt, freitags. Wir sind kurz vor Rennstart. Einführungsrunde läuft. Jetzt heißt es Konzentration. Den Start gut hinkriegen. Reifen nochmal auf Temperatur bekommen. Und dann kann nichts im Wege stehen für ein heißes Rennen, was ich hoffe. Und es könnte nicht besser sein. Marvin, der WM-Führende, nur auf 3. Also, was heißt nur auf 3? Muss man ja auch erstmal das Auto hinstellen, aber trotzdem. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Folgt von einem Camo, den wir auch nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Mein Mann für Position 2, der Jan auf 8. Gucken wir mal, Ricciardo auf 9, Totti auf 10. Jetzt letzte Schikane. Bus-Stop. Ups, da hat es geknallt. Zwischen Nico und Marvin, aber das macht nichts. Die ghostet oder schalten die eh nochmal aus? Okay. Wissen die was, was ich nicht weiß? Macht nichts. Jetzt geht's los. Diese Phase beginnt. Der erste steht. Jetzt heißt es nur abwarten, bis alle stehen. Und die Ampeln gehen an. Let's get ready to rumble. Das natürlich nicht, wie beim Boxen. Die Ampeln gehen aus. Und guter Start. Kommt einer besonders gut weg. In die Ecke, habe ich mir gedacht. Alle gut durchgekommen? Ja, alle gut durchgekommen. Ah, Nico kommt da leicht ins Struggle. Oh, da hinten ist er weit raus. Und zack, gelbe Flagge, habe ich schon gesehen, ja. Black Panther, Liebe her, aufgegeben. Oh, zwei Autos schon mal raus. Großer Mist. No, Marvin über Außen hat hier gleich mal den Nico vernascht. Jetzt auf 2. Kann sich Pave jetzt da entscheidend absetzen durch den kleinen Zweikampf? Ah, nee, 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 bleiben alle dran. Oh, das wird eine ganz heiße Kiste heute. Ich sehe schon. Aber der Bull Maxi macht auch Dampf auf Nico. Ist natürlich am Anfang immer die ersten Runden. Level Master geht an Kai Ebel vorbei. Und ich bleibe jetzt hier lieber mal vorne, weil die Zeiten sind echt ganz nah beieinander. Sechs, 0,6, 0,4, 0,8. Jan ist auch ganz knapp dran an Neon Force. In dem Feld geht es auch schon rund. Jan, weil ich mir das schon gedacht habe, Jan setzt hier schon zum Überholmanöver an. Neon Force ist vorbei über außen. Wow, gutes Manöver ist super gemacht. Okay, dann kann die Aufholjagd beginnen. Ich habe noch die Anzeige an hier auf 11. Erste Runde ist rum. Marvin sitzt hält schon im Getriebe. Oh Mann, jetzt da vorne Urush. Die lange Gerade.
das wird dem Marvin jetzt schmecken. Auch gut aus, vielleicht sogar ohne ERS da, DRS vorbeizukommen. Oh, ist jetzt schon, ja, er setzt sich schon neben ihn. Wahnsinn, also starkes Manöver. Rouge, Rausch. Oh, lasst euch Platz, Jungs. Schießt euch nicht ab. Oh, Kamera, komm schon, jawohl. Und zu zweit durch. Oh, nebeneinander und hinten dran der Nico. Oh, Pave gnadenlos. Oh, mein Herz. Und Nico fährt da Marvin fast auf. Heiland, zacken. Also Leute, ich habe ja gesagt, Maxi mit der ersten Zeitstrafe. Oh, nach zwei Runden, bitte, bitte. Sollten eigentlich nicht so ins Gewicht fallen heute Zeitstrafen. Dachte ich eigentlich. Mal gucken, mal abwarten. Marvin bleibt da dran. Also ich glaube, wir bleiben hier wirklich an der Spitze. Black Panther Session verlassen. Ja, kann ich nachvollziehen. In der Oru scheinbar Auto vernichtet. Marvin klebt hier förmlich im Getriebe. Boah, das ist echt eine enge Nummer hier vorne. Die drei, die, also wirklich, Pave und Marvin kämpfen um die WM und fighten jetzt hier wirklich in Belgien im 16. WM-Lauf. Oh, Nico versucht es an Marvin, nein. Boah, schaut euch diesen Abstand an, da ist gar nichts, da passt nichts mehr dazwischen. RNQ geht vorbei, an Level Master. Aber ich bleibe jetzt vorne. Ganz schnellste Rennrunde. 8:14. Jetzt geht es vielleicht gleich den Maxi schneiden. Jetzt, wenn er müsste aus. DRS freigeben. Stand schon da, ne? DRS ist freigegeben. Jetzt sollte es eigentlich ein leichtes sein für Marvin, der gerade schon eben fast durchgekommen ist. Jetzt hat er. Flügel ist offen. Ja, und setzt sich vorbei jetzt. Eigentlich großer Überschuss, sollte kein Problem sein. Da kann Pave nichts dagegen setzen. Muss hier aufpassen. Ich will das hier sehen von hinten. Ja, Nico hat zurückgestochen. Okay. Ich dachte jetzt kurz, dass Nico da mitgeht. Jetzt mal gucken, ob Marvin sich absetzen kann. Ah, das. Jetzt da vorne wirklich ein Fünfkampf. Neon Force hat hier schon ein bisschen abreißen lassen müssen. Ah, und Marvin pusht und Marvin zieht weg. Ich glaube, Marvin kann wegziehen. Und da Maxi geht vorbei. Nico kontert wieder. War da ein kleiner Fehler von Nico. Und dahinter im Hintergrund Jan. Und weit raus. Jan, die auf Jan, das schaut man fast aus. Dann hier schnappt Maxi gleich schnappt. Leute, Mann, hey, wir haben drei Runden. Sollte es 22 Runden so weitergehen? Und da ist er über außen vorbei. Maxi da irgendeinen kleinen Schaden vielleicht? Nachvollziehen? Ich weiß es nicht. Und Frau ist jetzt auch an Maxi dran. Wir halten die Zeiten vorne im Blick. Wir schalten sofort zurück. Marvin, schnellste Rennrunde. Jetzt mal gucken, ob Pave hier nochmal kontern kann. Jan kommt auch immer näher. Der robbt sich da langsam ran. Ist allerdings jetzt außerhalb der Sekunde. Vor den drei. Kann Pave hier nochmal kontern. Für Nico wird es schwierig jetzt da zu überholen, weil beide den Flügel auf oben haben. Wenn Marvin vielleicht wegzieht, dann wird sich Nico dann eventuell Pave schnappen. Das ist schon tricky, ne? Mit dem ERS und DRS dann da. ERS zu managen und im DRS-Fenster zu bleiben. Wenn du das schaffst, dann kommt Marvin auch nicht weg. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Marvin momentan schon schnell. Leider vor lauter Spitze. Ich sehe, wie alles in die Box ist, aber wir haben ja
Box hat es scheinbar alle jeweils auch nicht spannend. Raus aus dem DRS-Fenster. Ja, jetzt, das ist gut. Kann vielleicht Nico an Pilz vorbeikommen. Setzt ich. Marvin zieht weg. Okay, Wahnsinn. Also nicht zu viel versprochen, 5 Runden gefahren. Und Vito wieder in der Box. Totti auch in der Box. Ja, sag mal. Was ist los, Jungs? Schon zum zweiten Mal jetzt. Jetzt im hinteren Feld so ab Platz 8, dann doch schon eine größere Lücke. Maxi hat auch abreißen lassen müssen auf Jan. Und Jan kämpft sich ran da an Nico. Das wird gleich nicht einfach. Ja, Camo hat auch 5 Plätze verloren. Könnte aber hier schaut fast so aus. Ist nicht dran. Ist auch ganz knapp jetzt dran. Pave. Nein. Marvin, noch eine schnellste Rennrunde. Also der Junge haut jetzt richtig drauf auf die Kacke. Zieht weg. Jetzt müsste auch für Nico reichen. Jan hat leider keinen. Der ist nicht drin, aber jetzt hat er. Sehen wir nochmal ein Überholmanöver. Setzt sich raus, setzt sich neben ihn und geht vorbei. Problemlos. Mal gucken, ob er die Lücke schließen kann. Camo geht auch vorbei, ja. So, mal gucken, ob Nico jetzt sich absetzen kann und die Lücke zu Marvin schließen kann. Was ich glaube, nicht Fall sein wird, was mir so mein Gefühl sagt. Ich glaube eher, dass zwischen Nico und Dave, was schon öfters in der Saison der Fall war, wird es jetzt nochmal ein paar Runden lang heiß hergehen. Ja, der einzigste Softfahrer, Level Master auf 9. Black Panther ist schon leider raus. Oh, Nico geht da sehr weit. Bei Ebel mit der 3-Sekunden-Strafe. Der Jan ist jetzt auch am Pave dran. Marvin weg. 2,1 Sekunden jetzt. Schaut gut aus für Marvin. So, was ich mir gedacht habe, Pave sitzt jetzt nämlich Nico im Genick, wird wahrscheinlich jetzt gleich kontern. Nach Urush, mal gucken, was Jan im Hintergrund machen kann. Oh, Nico geht er weit. Das ist nicht gut. Wird nichts mehr überholen, da könnte jetzt draußen Jan zu gut schlagen. Na, ist auch zu weit, wird nichts. Da hat Nico Schmann, Pave de Urush verhaut und somit leider nicht entscheidend an Nico dranbleiben können. Schade. Okay, die Abstände sind jetzt doch. Ah, Maxi. Nein, Maxi ist schon hoch. Maxi wird hier doch platt. Macht hier mächtig Dampf auf Nico. Auf Nico. Auf Camo. Bleib jetzt hier mal dran, vielleicht kommt ein überraschender Moment von Maxi.
Und Force bleibt auch da in Schlagdistanz. Schaut sich das Geschehen von hinten an. Ja, und 2,5 Sekunden jetzt Marvin, der Abstand auf 1. Schaut ziemlich souverän aus, was er da abzieht. Sorry, 3 Sekunden. Ich schalte jetzt dann gleich mal zuerst auf Jan rüber. Weil Jan geht jetzt dann gleich wieder. Genau. Das spielt natürlich jetzt Marvin auch in die Karten, wenn sich jetzt Pave, Nico und Jan da hinten bekriegen. Der kann jetzt da vorne sein Rennen fahren. Zieht weg. Schaut gut aus. Jetzt hat er. Pave! Urush, diesmal besser. Dann kannst du nochmal kontern. Also den Helm von Jan, den finde ich echt ulkig. Ne? Ah, es reicht nicht. Ein schönes Dreiergespann. Ach, jetzt habe ich das Überholmen über Maxi, ne, ist vorbeigegangen an Camo. Schade. Leider zu spät von mir geschalten. Oh, da geht er weiter, Maxi. Wir behalten die Spitze im Blick. Aber das da hinten schaut auch interessant aus. Maxi leider schon mit 5 Sekunden Abstand auf Jan. Levelmaster ist auch knapp dran am Birdie. Maxi verliert das Auto. Da kann Camo draus Profit schlagen. Jawohl, setzt sich vorbei. Bin wieder vorbei. Bin ich gespannt, ob Maxi dann gleich nach Orange wieder kontern kann. Hey, wir sind eine halbe Sekunde hinten dran. Also das ist echt saueng alles. Wahnsinn. Da kannst du wirklich nur drauf warten und hoffen, dass einer einen Fehler macht. Dass du vorbeikommst. Eben wieder 3 Sekunden. Ich bleibe hier mal dran, weil ich glaube, Maxi wird hier gleich vorbei. Oh, Pave jetzt ganz nah dran. Ach Mensch, habe ich jetzt falsch spekuliert. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich Pave wieder vorbeigeht. Okay, Pave wieder auf 2. Das wollte ich doch sehen. Geht. Oh, wow, 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 Maxi geht vor. Nee, 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 der ist noch nicht vorbei. Gleiche Höhe jetzt. Setzt sich dahinter, okay. Irgendwas hat 3 Sekunden. Jan hat ein bisschen abreißen lassen müssen. Ich werde mal den Chat checken. Die Onboard, na, ich gehe nicht so gerne auf die Onboard im Rennen. Ich habe da lieber die Übertragung außen. Oh, Jan ist auch in der größeren Runde, da war ein Fehler wahrscheinlich. Den Zweikampf, den wir in der Saison jetzt schon öfter gesehen haben, Pave gegen Nico, Nico gegen Pave. Sektor 2 gelbe Flagge. Wieder erlöschen, Sektor 3 jetzt auch. Und fast geht der Maxi vorbei. Schade. Mensch, der Maxi war doch jetzt gerade am Kram vorbei. Da muss ein Fehler. Das war wahrscheinlich der Fehler, gerade mit gelber Flagge. So kann Nico gleich wieder kontern. Okay, gegen die Pace von Marvin, da ist scheinbar kein Kraut gewachsen heute. Jetzt dreht er hinten, da vorne ist eine London alleine. Birdie, Session aufgegeben. Oh Mann. Auto verloren.
Ja, es ist ja schon tückisch, ne? Also Urush. Die Kurve 12, Fouchon kann auch tödlich enden. Das ist ein Bodymaster. Bin gespannt, ob Fix mit den harten Reifen, da ja sehr viel in die Box ist, da nochmal nach vorne kommt. Jetzt auf Platz 10 und alle anderen müssen noch in die Box. Zwei Stops, das ist natürlich ganz bitter. Pito, 3 Sekunden. Ich spekuliere jetzt nochmal nach hinten. Wobei, wir bleiben jetzt hier vorne nochmal dran. Ich glaube, dass Nico nochmal kommen dann kann. Kai Ebel auch kaputt. Oh Mann. Das tut mir leid für ihn. Okay, das ging nicht vorbei für Nico. Vielleicht RQ. Ah, müssen wir beide. Der ist schwierig. Der ist. Ach, scheiße. Geht am Level Master. Okay. Da hat aber Level Master einen größeren Fehler drin gehabt, oder? Ja. Da fehlt der Flügel links. Die Flügelplatte links fehlt. Da ist er irgendwo angeschlagen, wahrscheinlich dann die gelbe Flagge der Auslöser gewesen. Da geht jetzt natürlich nichts mehr, weil der hat jetzt plötzlich 5 Sekunden, 6 Sekunden Abstand auf Fix. Geht zu gut. Spielt Fix in die Karten. Okay, ein Q macht hier den Undercut. Gegenüber ihren Boss. Aber das sind dann 10 Runden. Ja, das geht. Ich habe die Zeit nicht in den Blick. Nee, und Boss geht der Maxi vorbei. Oh, und da hat jemand Boss erwischt. Habe ich rechtzeitig noch hingekriegt. Ist abgeflogen. Da fehlt mir komplett der Flügel. Mist! Urush. Ja, wenn du da hinterher düst, ist es ganz schön tricky mit der Dirty, ey. Da kannst du dann schon mal ein leichtes Auto verlieren. Da geht natürlich nichts mehr mit. Am Pressdruck. Das war's dann. Da eben ist es nicht verlassen. Nico und Pave, die geben sich immer noch her. Level Master jetzt auch in der Box mit seinem defekten Flügel. Und für Neon Force ist natürlich bitter. Da bist du in den Punkten und kannst jetzt zuschauen. Mittlerweile 5 Sekunden weg vom Pace. Schon unter die Pace, was der hat. Ja, traurigerweise schon leider 4 Autos raus.
IQ geht jetzt vorbei an Leon Force. Und 5 Sekunden Strafe, kurze abgekürzt von Leon Force, ja, Boxen Service. Ah, jetzt noch bitter dazu. Ui, dann ging Nico weit. Ja, ups. Das war ein Fahrfehler. Das ist vielleicht für Pech jetzt. Der wird sich freuen. Der reibt sich jetzt sicherlich die Hände. Okay, die Hände kann er sich nicht reiben, die hat er am Steuer. Aber trotzdem freut er sich bestimmt jetzt gerade eben, dass er mal ein bisschen Luft kriegt. Auf Nico. Für uns als Zuschauer sehr schade, weil das ist nämlich der Abstand gewesen, der am geringsten war. Zweikampfmäßig. Ja, und da kommt der Fix. Neonforce. Geht da jetzt am. Ah, da tut mir der Fix schon leid. Er hat jetzt da natürlich 11 Runden alte harte Reifen. Aber Neonforce wird sich den hier krallen. Problemlos. Mit neuem Flügel. Wir haben doch wieder einen Zweikampf. Mal gucken, ob Nico wieder ran sich arbeiten kann. 1,2 Sekunden, 1,1. Ja, es wird schon wieder kleiner. Aha, jetzt gehen sie in die Box, die Jungs. Jan fährt noch eine Runde weiter. Und nochmal Box. Camo. Okay, Camo fährt auch weiter. Maxi ist in der Box, okay. Ah, RNQ. Schade. Nicht wieder. Kann ich nicht mehr sehen. Der nächste. Oh Mann, Leute. 5 Ausfälle. Das ist natürlich bitter. Marvin jetzt. Virtuell nach 400, denke ich. Faith hat 5,4 Sekunden, Nico 1,3. Mal gucken, ob Nico noch mal die Lücke schließen kann. Ja, der ist auch noch da. Und Ricciardo mit der schnellsten Rennrunde. Haben wir ja richtig geglückt. Auf harten Reifen unterwegs. Und setzt die schnellste Rennrunde. Gut. 12 Runden alt. Oh, jetzt. Schnellste Rennrunde und prompt 3 Sekunden aufgebrummt. Dann nützt die schnellste Rennrunde auch nichts mehr. Okay, wir gucken mal jetzt, da denke ich nämlich, Jan wird in die Box fahren. Wo kommt er raus? Woher weiß ich das nur? Der Mann mit dem Halloween-Kostüm. Ach nee, kriegt er eine 5-Sekunden-Strafe? Eieiei. Jetzt, okay, das ist deutlich, natürlich jetzt sind die drei Mann, aber Nico mit 1,1 Sekunden noch nicht drin, im Fenster des DRS. Das ist jetzt wirklich schade, das ist jetzt, hoffe ich, kommt Nico da nochmal ran, weil der Rest ist jetzt wirklich gigantisch auseinander. Und Nico ist drin. Wird doch nächsten Runde nochmal angreifen können, hoffe ich. Naja, mir ist schon bekannt, dass Ricciardo Julian ist. Danke. Oh, war drin. Jetzt sind es wieder 1,3 Sekunden. Pave hat genau gewusst, wann er kontern muss. Wird zwischen den beiden wahrscheinlich dann auch nochmal zwischen den die Zeitstrafen entscheiden werden.
Der liebe Totti ist 10 Runden jetzt auf Mediums unterwegs. Da wird nochmal in die Box müssen. Nee, da dachte ich jetzt eigentlich, Nico kann sich nochmal ranarbeiten, sah ganz gut aus, aber jetzt dann doch der Abstand wieder etwas größer geworden. Ein paar Zehntel verloren in der letzten Runde. Gelbe Flagge, Sektor 2. Wieder aufgelöst, Maxi-Session verlassen, ja. Ah, Maxi, scheinbar Internetprobleme. Ah, das Auto ist geghostet. Wieder beitritt. Jupp, 2 Sekunden Abstand, also das. Vielleicht kann Jan dann nochmal die Lücke schließen. Und Totti 3 Sekunden. Ah, ja. Ich habe mich zwar gefreut, Belgien zu kommentieren, aber im Geheimen habe ich mir schon gedacht, dass irgendwann die Abstände relativ groß werden werden. Gut, jetzt haben wir dann noch 6 Runden. Vielleicht wird es nochmal interessant, der ein oder andere. Maxi ist wieder da, wird auch gleich das Auto wieder übernehmen, schätze ich. Hat seinen Platz noch behalten können. Wir bleiben relativ konstant. Jan kann auch nicht wirklich aufschließen auf Nico. Nico hat jetzt ein bisschen gefangen, glaube ich. Jetzt sind es dann doch 2 Sekunden, etwas kleiner. Und Level Master auch raus. Ah, und da, Urush hat ihn zerlegt. Man sieht die Trümmer noch. Jetzt haben wir doch schon tatsächlich 6 Mal Ausfälle und kein Safety Car. Das hätte hier auch nochmal zu Genüge führen können. Nein. Keine Beeinflussung. Wenn es so weitergeht, dann kommt Totti noch in die Punkte, Mensch. Ich würde es ihm gönnen. Okay, dann gehen wir doch einfach mal den aktuellen WM-Stand durch. Der Führende ist Marvin mit 260 Punkten. Folgend von dem lieben Pave, dem amtierenden Weltmeister mit 238 Punkten. Nico auf 3. Also momentan genau exakt die Reihenfolge 1, 2, 3, wie auch das Podium derzeit in Belgien. Der Nico hat 216 Punkte, also ist schon etwas mehr Abstand drin. Dann ist doch eine größere Lücke da. Neon Force hat 126. Also das wird dann sicherlich noch interessant für ihn. Mit dem, er kann sich da noch rumstreiten mit Camo, der auf 5 ist, mit 105 Punkten. Und Black Panther ist auf 6 mit 96 Punkten. Noch zur Information, dass vor 2 Wochen das Bahrain-Rennen wurde ja leider aus technischen Gründen seitens der Xbox, da wurde das Spiel 3-mal neu gestartet, hat nicht geklappt. Wird am Sonntag wiederholt, um 20.10 Uhr geht die ultimative Formel-Liga da an den Start und ich kommentiere das Ding nochmal. Allerdings, wir starten da gleich ins Rennen, weil das Qualifying wurde absolviert. Das heißt, sind dann um 20.10 Uhr 45 Minuten Spannung. Hoffe ich. Bahrain, auch eine Strecke. Wird vielleicht ganz interessant werden mit Strategie. Mal gucken. Und ich nehme an, kein Regen. Nach Bahrain geht es dann ganz planmäßig wieder weiter. Freitag. Ach, schade. Jetzt habe ich leider nicht die Anzeige, welches als nächstes dann dran ist.
Jedenfalls, wir bleiben dann eben, Sonntag ist die Ausnahme, das Wiederholungsrennen Bahrain und dann bleibt es wieder ganz normal beim Freitag, 20:10 Uhr, UFL einschalten, lohnt sich. Kann hier jetzt den Abstand auf 7 Punkte verkürzt ausbauen zu Pave. Sind dann 29 Punkte, die er da hat. Also läuft in Marvins Richtung, wenn es so weitergeht. Da hat er sogar einmal die Möglichkeit, einen Ausfall komplett in Kauf zu nehmen und er hat dann immer noch 4 Punkte Vorsprung. Wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber ich will es nur als Rechenbeispiel mal vorführen. Ja, Nico kann auch nichts mehr entgegensetzen. Ich glaube, die Abstände bleiben so. Schade, dann einfach auch für Neon Force. Der hat hier leider das größte Pech mitgehabt. Der hat jedoch auf Platz 6 liegen das Auto verloren hinter Maxi. Und Urush hat Glück gehabt, ist eingeschlagen, nur der Flügel weg. Kann das Rennen fortsetzen, wird dann doch noch als Siebter ins Ziel kommen. Leider 6 Ausfälle ist schon viel. Naja, macht nichts. Schau mal auf WhatsApp schauen. Na, guck mal auf WhatsApp. Ach, du große Name. Okay, das ist natürlich ein blöder Fehler. Totti ist einer der Fahrer, mit denen habe ich angefangen vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns dieses Sim Racing, Liga Racing, hat uns dann etwas auseinander getrennt, aber irgendwo sind wir doch immer wieder miteinander verbunden. Jetzt kommentiere ich, er fährt. Wenn ich fahre, schaut er zu. Also es ist dann lustig. Unser Statistiker El Pitu, auch ein feiner Kerl, kümmert sich da immer schön um die Statistik, Fahrer-WM, Konstrukteurs-WM. Sogar eine riesengroße Liste angefertigt von dem Bestehen auf der Xbox. Finde ich klasse. Da ist momentan der Pave der Führende mit 659 Punkten aus 2 Saisons und 17 Siegen und 30 Podiums. 34 Mal gestartet. Nur mal so zur Info, also er macht da ganz tolle Arbeit. Ja, der liebe Fix. Dem helfe ich doch ganz gern immer. Wenn er Probleme hat mit seiner Xbox und irgendwelche Tipps braucht, dann habe ich ihm immer geschrieben über den Chat von Twitch. Hier Ricciardo. Vorher noch Julian. Ich weiß genau, wo er herkommt. Ich bin mit ihm eine ganze Saison lang gefahren. Auch ein Riesenfahrer mit großem Potenzial. Er muss nur eins lernen: ruhiger zu werden. Mal runterschlucken, nicht alles. Tja, ich weiß auch nicht, was mit meinem Headset los ist. Ist wieder ausgegangen. Jedenfalls, Ricciardo muss einfach lernen, noch die Klappe zu halten. Er weiß, wie es auszunehmen ist. Über Neon Force, da kann ich nicht viel sagen. Für mich aus der UFL bringt seine Leistung immer top, ist immer mit Top 4, 5, 6, heute ein bisschen mit Pech verfolgt. Aber der zweite Ferrari-Pilot bringt das Team doch sehr vorwärts, weil nämlich, glaube, in der Teamwertung ist Ferrari momentan vorne. Vor McLaren, genau. 28 Punkte Vorsprung.
Dann Maxi, ich glaube, der ist auch erst ziemlich neu dazugekommen. Ich glaube, noch nicht lange dabei, aber da kann mir gerne mal der Chat weiterhelfen. Kann ich auch nicht so viel sagen. Den Camo habe ich jetzt auch schon länger verfolgt. Habe ich hier kennengelernt auf der UFL. Fährt noch in einer anderen Liga mit. Nico, 3 Sekunden Strafe. Ups. Das könnte doch, jetzt doch glatt dem Jan noch in die Karten spielen. Ich weiß nicht, wie viel Zeitstrafe die Jungs haben. Da will ich auch nicht nachschauen. Der liebe Jan, den kenne ich jetzt auch schon etwas länger, wie vorhin schon mal angesprochen. Auch ein Riesenfahrer, hat sich echt wahnsinnig gesteigert. Ja, über Nico, über Pace und über Marvin, da glaube ich, muss man nicht viel reden. Die haben schon ihre Extraklasse. Und deshalb bleiben wir jetzt auch auf Marvin drauf. Letzte Runde für ihn. In einem, würde ich sagen, letzten 10 Runden leider nicht so spannungsverfolgend, aber die ersten Runden waren dann doch spannend. Da hat sich Marvin doch schön überholen, vorbeiziehen können am Pace. Konnte dann souverän auch den Abstand rausfahren auf Pace. Hat er klasse gemacht. 5 Sekunden Abstand sind jetzt. Mit Pito 3 Sekunden in der letzten Runde. Ups. Und wird den Vorsprung dann ausbauen in der WM. Ich glaube, Marvin hat gar keine Zeitstrafe, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist schon eine super Leistung. Keine Zeitstrafe sich zu holen. Pape dürfte auch keine haben, ja. Die letzten Kurven. Dann ist es vollbracht. Mein erster Kommentar hier in der UFL. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war natürlich ein bisschen schwierig, jetzt die letzten Runden zu überbrücken. Gar nicht so einfach. Wir haben einen Sieger, würde ich sagen. Aus der ERL. Der Marvin hat hier mal, wie gesagt, so schön. Jetzt Hammer Time. Den großen Hammer ausgepackt. Herzlichen Glückwunsch. Einmal Marvin, Sieger in Belgien. In Spa. Zweiter Platz wird Pave. Und der Drittplatzierte ist Nico. Wird sich hier noch? Ja, habe ich mir gedacht. Jan zieht vorbei, bedingt durch die Zeitstrafen. Haut Nico hier noch auf 4. Hamo auf 5 und Maxi wird hier den sechsten Platz belegen. Hat nämlich doch ausreichend Abstand auf Neon Force. Und er freut sich, ja, zu Recht. Durchgekommen, Punkte mitgenommen. Dann hier der zweite Ferrari Pilot. Oh, nein, in der letzten Runde Ricciardo. Ja, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Aber siehe da, meine Prognose kommt dann doch noch zur Geltung. Ich habe ja gesagt, der Totti kommt noch in die Punkte. Jetzt ist es soweit. Der Fix ist auch noch unterwegs. Der Totti holt sich hier noch die Punkte ab. Kriegt einen Punkt. Ist natürlich jetzt echt übelst krass, ne? Wenn du in der letzten Runde das Auto verlierst. Zack, durch. Und der El Pito kommt auch. Jawohl. Und der letzte Mann, Totti. In den Punkten, in der letzten Runde. Damit hat er sicherlich nicht mehr gerechnet. Ich find's klasse. Daumen hoch, Totti. Einmal einen Punkt noch mitgenommen. Heute in Belgien. Yes, und er freut sich auch zu Recht. Hat er gut gemacht. Für Ricciardo natürlich übelst bitter. Das ist natürlich echt. Das tut mir furchtbar leid für den Kerl. Aber gut. Munter putzen. Abwischen. Am Sonntag in Bahrain. Ja, Schwarzgeld, danke dir. Am Sonntag, genau. Und hoffentlich mit mehr Glück. Schauen wir uns das Podium noch an. Da kann er feiern. Mit kleinem Pilot. Marvin. Nochmal alle Zeichen in Richtung WM mit seinem Teamkollegen. Und somit müsste sogar McLaren eventuell hier deutlich den Abstand auch in der Team-WM verkürzen. Was dann natürlich nochmal richtig interessant wird.
Wir gucken uns das Endergebnis an. Den Sieger hier in Spa. Marvin auf 1. Haef auf 2. Jan auf 3. Nico auf 4. Camo auf 5. Maxi auf 6. Neon Force auf 7. 8. ist X. 9. El Pito. 10. Totti. Und hier, wir haben leider 1, 2, 3, 4, oh Mann, 7 Ausfälle. Der bitterste Ausfall wahrscheinlich ist heute Ricciardo. Demzufolge bleibt noch kurz dran. Ich habe noch Lust auf Interviews. Wir wollen doch mal gucken. Ich habe da ja vom lieben Silber, den ich hoffentlich auch herzlich grüße. Vielleicht schaut er ja zu. Schönen guten Abend, lieber Silber. Und du hast da immer schön die Autos reingezogen. Werde ich jetzt auch machen. Dann werden wir uns mal den lieben Sieger schnappen hier. Klar. Stopdala, mal gucken, er wird schon kommen. Ja, ich hatte schon Spaß. Natürlich macht mir das schon Spaß, sonst würde ich das nicht machen. Ich kann das nachvollziehen, Nico, du hast nicht so Spaß gehabt, ja. Das glaube ich dir. Jetzt hast du leider das Podium verhattelt mit den blöden Zeitstrafen, was natürlich immer ärgerlich ist. Aber ich weiß, man geht dann doch hohes Risiko immer und versucht zu pushen und man will dranbleiben, man will vorbei. Dann nimmt man eben die Kurven äußerst am Rande der Legalität und wird dann dafür leider immer kleinlich bestraft. Aber gut, das hat seine Vorteile mit Streng. Es ist einfach fairer. Jetzt warten wir hier auf Marvin, der hoffentlich gleich kommt. Einladung ist schon raus. Ansonsten schnappe ich mir als nächstes den Pave. Ja, Julian, ich weiß, wer das ist, Julian. Okay, Pave. Wir laden den Pave mal ein, weil Marvin leider nicht. Probier's nochmal. Ansonsten jetzt den Pave. Ach, naja, das Problem ist, ich habe noch nicht alles hinzugefügt als Freunde. Jetzt finde ich den Pave nicht. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Oder ist der auf Offline gestellt? Ah, hier. Ja, jetzt ist er da. Schönen guten Abend, Marvin. Hallo. Ziehst du dein Audio bitte ein? Habe ich schon gemacht. Hast du gemacht. So, Dalla, also mein herzlichen Glückwunsch. Platz 1 gehört dir heute, Belgien. Riesensache, fand ich ganz klasse. Du hast dich in Qualifying auf 3 qualifiziert. War sicherlich für dich, war das okay oder hast du gewusst, meine Pace ist heute stark? Nee, ich wusste, dass meine Pace heute richtig stark ist. Doch leider ist vor mir im Qualifying ein Unfall passiert und das ist dann halt, dann konnte ich dann leider die Runde nicht zu Ende so fahren, wie ich wollte, aber dann Platz 3 noch gestartet und war auf jeden Fall in Ordnung. So, wie es war. Du hattest da, ja, das stimmt, das war Force India fix, glaube ich, hatte da sogar 5 Sekunden, 5 Plätze Gridstrafe erhalten. Ne? Ich habe es leider nicht gesehen, den Crash, aber irgendwas habe ich schon gemerkt, dass du noch leicht ins Struggeln gekommen bist dadurch. Okay, erklärt natürlich die Pole, die verpasste, macht aber nichts, aber dafür umso mehr natürlich der Sieg heute für dich, finde ich ganz toll. Und ich habe es dir ja gesagt, wir sprechen uns nach dem Rennen. Ja. Endlich. Endlich, ja, richtig. Ah. Erleichterung pur, nee, war riesig, aber eine klasse Leistung, also wirklich, ich war begeistert.
Danke dir. Ich danke Hast du dir. den Pave auch schön überholt und schon beinahe fast ohne DRS vorbeigekommen, Runde 2. Und dann in der dritten Runde dann zack und weg und einmal weggezogen. Hast du dann gleich mal zwei Runde, schnelle Runden hintereinander gesetzt. Das war dann richtig klasse, echt gut gemacht. Ja, ich wusste, dass ich früh vorbei muss. Sonst. Ja, ich wusste einfach, dass ich ganz schnell vorbei muss, weil ich wusste, dass ich eine richtig gute Pace habe heute. Und es hat Gott sei Dank geklappt. Mit DRS war dann natürlich noch einfacher, weil ich glaube, Pave war richtig schnell auf der Geraden. Ja, doch, Aber ja. ging dann gut auf. Ging gut auf, ja. Mit DRS ging es dann. Ja, und für dich natürlich heute umso besser. Das sind nochmal 7 Punkte mehr Abstand auf Pave, der jetzt Zweiter geworden ist. Das ist schon mal für die WM. Schaut's gut aus. Bewegt sich in die richtige Richtung. Aber ich weiß, man soll ja nichts schreien, bevor irgendwas soweit ist. Aber gut, es schaut gut aus. Jetzt am Sonntag mal rein. Was Auf rechnest jeden du dir Fall. aus? Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, Qualifying bleibt da bestehen, wie es war. Ja, genau. Da stand ich ja von Pole Position. Ja, dann einfach gucken. Ohne Crashes durchkommen und ja, einfach die Leistung abbringen, die man kann. Und dann sollte das eigentlich auch klappen. Gut, sollte ein gutes Rennen werden. Ja, Definitiv. ich freue mich drauf. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich mir auch. Wir hören uns Wünsche ich vielleicht dir wieder am auch. Sonntag. Mach's gut. Ich hoffe, ich hoffe. Aber sicher, wird schon. Ciao, ciao. Jetzt laden wir noch den lieben Pave ein, weil ich habe ihn nämlich doch in meiner Freundesliste. Du hast der liebe Pave ist offline gestellt. Ich kann auch gar nicht verstehen, warum. Es ist ganz cool. Wir haben mit dem Marvin schreibe ich öfters mal, aber jetzt zum ersten Mal miteinander gesprochen, siehst du? Nee, Mann, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Quatsch, erzähl doch keinen Blödsinn. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mit Pave schon mal gesprochen habe. Ach, wenn ich ihn finde, ganz unten. Und dann noch den lieben Jan. Ja, sag mal, da ist er. Bin mir nicht sicher. Mag sein, jetzt hat er vielleicht zwei gekriegt. Besser zwei wie keine. Einen schönen guten Abend. Dein Audio ist sicherlich schon mit einbezogen. Jawohl. Jawohl, also meinen Glückwunsch zum Podium zu Platz 2. Dankeschön. Wie war es denn für dich heute? Hast du, also Qualifying ist ja noch super gelaufen. Und dann im Rennen. Erzähl mal, die ersten zwei Runden oder beziehungsweise ersten drei Runden. Ja, relativ früh gemerkt, dass gegen Marvin heute nichts zu machen war. Ich habe natürlich versucht, noch gegenzuhalten, wo DRS noch nicht aktiv war, habe ich es noch geschafft, aber da war kein Halt mehr, versucht mich dran zu hängen, aber der ist ja sofort weggefahren. Ja. Deswegen wollte ich dann einfach nur mit Nico vielleicht zusammen versuchen, an Marvin ranzufahren, aber auch das hat nicht geklappt. Okay. Das Maximum heute rausgeholt, würde ich meinen. Aber sicher, ja. Nee, also ich glaube auch, das war das Maximum. Marvin war heute leider ein bisschen zu schnell. Macht nichts. Nächster Sonntag schaut's gut aus, Bahrain. Du bist, ich weiß nicht, Pole-Setter war da der Marvin. Wo bist denn du Marvin, auf Startplatz? ich habe in Q1 meine Karre zerlegt. Also ich war Ah, genau, da war 17. ja was. Genau, au, oh, Ich weiß jetzt nicht, ja, es wird immer besser, ne? lieber Pech, Naja. es wird immer besser, ja. Das wird natürlich ganz schwierig dann, aber sag niemals nie. Wer weiß, wie weit die Reise geht. Nach vorne meine ich Naja, natürlich. man kann gut überholen. Das sollte schon werden Ja, irgendwie. müsste werden, doch, glaube ich auch. Aber hast du eine große Mammutaufgabe vor dir auf alle Fälle? Am Sonntag, Boah, 20:10 Uhr. lustig. Wird lustig, ja. Ich freue mich drauf. In demzufolge nochmal mein Glückwunsch an dich und wir hören uns nächste Woche. Beziehungsweise Quatsch, wir hören uns vielleicht am Sonntag, meinte ich. Oh, Vielleicht dass wird es wir ja uns hören, da was. muss schon viel passieren. Ja, muss viel passieren, aber sag niemals nie. Naja, gut, schönen Abend noch, ne? Ja, Ciao. dir auch. Ciao. So, und somit dann der liebe Jan als letztes. Und dann sind wir durch. Der wartet sicherlich schon auf die Einladung, die jetzt raus ist. Und dann brauchen wir ja nochmal einen. Einen schönen guten Abend, Jan. Schaltest du dein Audio mit ein? Okay, Jan, hörst du mich? Hallihallo. Ja, wunderschönen Abend.
Audios drin? Ja. Yes. Sodala, mein Glückwunsch zum Podium, zum dritten Platz heute. Hat es dich noch nach vorne gespült durch die Zeitstrafe von Nico? Du warst ja im Rennen. Im Rennen, da hattest du so, ich bin mir nicht mehr sicher, Runde 9, 10. Da war plötzlich dann so der Knack drin. Du warst eigentlich die ganze Zeit dran und da war ein Fahrfehler oder war einfach der Reifen für dich schon durch? Ich war bei denen die ganze Zeit dran und dann plötzlich, als Fake die Attacke auf Nico gestartet hat auf der langen Geraden, wollte ich mit vorbeiziehen hinter Pave, aber dann hat sich plötzlich mein Spiel gedacht, ich hänge mich kurz auf für 1,5 Sekunden oder sowas und dann bin ich halt zurückgefallen und wir sind alle auf der gleichen Pace gefahren. Und ja, bis zum Rennen bin ich schon konstant gefahren, damit ich keine Zeitstrafe bekomme. Und ja. Das hast du richtig gut gemacht, ja genau, weil das war dann eben entscheidend zum Schluss, ne? Die Zeitstrafen heute. Ja. Da hat sich Nico jetzt dann wahrscheinlich geärgert, der unbedingt irgendwie dann an Pave noch vorbei wollte und dann zu hohes Risiko gegangen ist. Gut, okay, danach ist er immer schlauer. Ist auch immer tricky, ne, mit dem Streng. Ja, okay. Auf jeden Fall. Nächste Woche, am Sonntag, Bahrain, welchen Startplatz, welchen Startplatz hast du denn? Ich hatte den dritten. Okay, na das kann ja wieder was werden mit Podium. Haha, ich freue mich, weil Marvin ist auf Pole, hat er mir gerade gesagt. Ich weiß nicht, wer auf 2 startet. Der Nico, glaube ich. Der Nico, okay, dann kann es ja heiß hergehen. Gleich. Siehst du, heute geht es am Sonntag gleich wieder weiter. dann zacken nochmal nahe. Auf und ab. Nee, also, wie gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Hast ein gutes Rennen, gell? Jo. Einmal frei. Jo. Wir sehen sich. Mach's gut. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao. So, liebe Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht bin ich nicht der große Redner, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns am Sonntag um 20.10 Uhr wieder bei Ultimate Formula League. Kanal auf Twitch. Schaltet ein. Ich bin da. Es wird gleich mit dem Rennen angefangen. Es wird eine Einführungsrunde geben. Dann geht's los am Sonntag. Und ansonsten wieder am nächsten Woche Freitag, wer sonntags leider nicht kann. Aber ich denke am Sonntag werden schon welche einschalten. In diesem Sinne auf Wiederhören. Macht's gut.